Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Endlich komme ich mal wieder dazu, auch Enshrouded aufzunehmen. Ich habe es wirklich echt vermisst und wir sind im letzten Part ja an dem Punkt stehen geblieben, dass ich diese Höhle oder was auch immer das ist, nicht gefunden habe. Ich bin natürlich jetzt schon mal hingelaufen und habe den Weg gesucht und ich denke, ich habe ihn gefunden, aber wir schauen jetzt mal. Viel Spaß Leute und let's go. So, ich stehe jetzt quasi hier auf der anderen Seite von dem roten Zeug. Und wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann heißt es, glaube ich, Grimmzahngrotte. Oder? Nee, sagt er mir jetzt nicht. Ich glaube, dass da Grimmzahngrotte stand. Und ich habe natürlich jetzt auch schon wieder total viel von meinem Ausgeruht-Buff verloren. Ja, weil ich jetzt hier die ganze Zeit rumgelaufen bin und geguckt habe, wo quasi der Eingang ist. Und wenn es euch aufgefallen ist, durch die Umbauerei habe ich jetzt auch quasi 35 Minuten statt. Wie viel waren es vorher? 22, 28? Irgendwie sowas. Oh, ist da nochmal eins? Nee. So, jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Da hinten ist die Wurzel. War das dann hier alles? Kann ich da hier drüber laufen oder geht das nicht? Leute, wenn ich jetzt sterbe... Oh, okay, gut. Gut, gut, gut. Und hier scheint auch keiner zu sein, außer diese Dinger wieder. Na, kommt her. Machen wir es gleich kaputt. Ach ja, stimmt. Ihr habt gesagt, mit der Axt geht es, glaube ich, besser. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. So, ach Quatsch, wo ist denn die Axt, die da? Jubidu, ein Fähigkeitspunkt und endlich, glaube ich, haben wir das jetzt hier. Ja, genau, was wir eigentlich wollten. Sehr schön, dann sind nämlich die zwei Fragezeichen auch geklärt. Hier haben wir noch das mit der südlichen Karawane. Karawane. Und hier oben haben wir dann auch noch ganz viel. Und hier an der Seite. Ich denke, vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir dann hier oben hingehen. Deswegen düsen wir nach Hause, damit wir den Buff holen. Und dann düsen wir dorthin. Juhu, und wir sind zu Hause. Und genau, 35 Minuten sind's. Jetzt ist es aber auch schon wieder dunkel. Sieht gleich ganz anders aus, wenn man hier jetzt halt lang düst. Krass. Dann, ja, lasst uns halt nochmal ganz kurz eine Sitzung machen, vorm Bett gehen. Und dann düsen wir ab ins Bett. Das ist so hart, wenn ich mir überlege, wie es vorher aussah. So, einmal schlafen. Gute Nacht. Und der Tag ist angebrochen. Hier sehen wir es, den schönen Sonnenaufgang. Schauen wir mal, wo wir am besten hinreisen. Plasmapresse für den Sammler. Ach ja, genau. Das ist der Dungeon. Und hier könnte dann vermutlich eine Wurzel sein. Das heißt, wir düsen wahrscheinlich wieder zur Düsterdickichtwarte, oder? Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Denn einmal this way. Schade, dass ich noch keinen Aufwind habe. Der würde mich nämlich mit Sicherheit weitertragen. Aber naja, was sollen wir machen? Gucken wir mal. Am besten dann hier vielleicht so rechts runter. Und dann ins Miasma. Beziehungsweise hier ist ja die Höhlenpassage. Wo führten die uns nochmal hin? Ich weiß es nicht mehr. Wir düsen jetzt einfach hier lang und dann schauen wir, werden wir es schon finden und nicht so wie beim letzten Mal verzweifelt rumsuchen. Und sollte das der Fall sein, dann schneide ich das aber raus, weil das nämlich ein bisschen doof ist. So, wir haben gesagt, wir versuchen es mal außenrum. Und hier ist ja auch ein Weg.
Vielleicht wäre es schlau, den zu nehmen. Der führt uns bestimmt irgendwo hin, wo wir hin müssen. Oh, was haben wir denn da oben? War ich hier schon mal? Ja, ich war hier schon mal. Na klar. Verlassenes Jägerinnenlager war da. Hier geht auch ein kleines Wegchen entlang. Dann werden wir noch dem jetzt mal folgen. Denn der führt auf alle Fälle in die richtige Richtung. Ach ja, und das Miasma. Soll ich mal diesen Trank trinken? Oh, Leute, ich habe ja auch noch einen Fähigkeitenpunkt. Wo wollte ich denn den das letzte Mal reinsetzen? Wo war das? Ich habe es vergessen. Doppelsprung habe ich schon. Irgendwas war es. Mist. Ja, ich habe gerade keine Ahnung mehr. Ich glaube, das wollte ich. Der Schaden gegen fliegende Gegner wird um 30% erhöht. Das ist nämlich auch nicht schlecht. Weil da gibt es doch diese Fliegetante. Und ja, ich denke, das nehmen wir jetzt erstmal. Dann können wir aber sicherheitshalber auch nochmal das Essen auffüllen. Und dann düsen wir. Das ist ja ein guter. So, jetzt sind wir im Miasma. Dann bin ich mal gespannt, wie ein Flitzebogen. Was erwartet uns denn jetzt hier? Da unten ist eine Spuckeblume. Die machen wir auf jeden Fall mal gut. Denn die gibt uns ja, was war es jetzt gleich? Miasma. Nein, Spaß. Doch, Miasma-Sacke. Das hat sich gereimt. Jetzt muss ich immer gucken, weil wenn ich nämlich Bellwright spiele, da macht man ja alles mit F und hier ist dann wieder alles mit E. Deswegen muss man sich immer echt ziemlich krass umgewöhnen. Aber gut, es geht schon. Es geht, es geht. Oh, da sind ja ganz viele noch davon. Oh, hey, bist du deppert? Was soll denn das, meine Gute? Bist du böse? Ja, komm. So eine Unverschämtheit. Da kommt man vorbei, um sie zu besuchen und dann wird man hier angespuckt. Bin ich hier nicht erwünscht oder wie schaut's aus? Oh, da ist wieder dieser Schlamm unter den Füßen. Okay. Oh, da ist noch eine. Ich korrigiere, da war eine. Und ich möchte eigentlich die Waffe. Und ich glaube, ich steige bald wieder im Level auf. Ach, Katzenhaar. Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze Fro. Bin ich denn jetzt hier überhaupt richtig? Ich glaube schon. Voll cool, dass hier so viele von den Blauen sind. Bist du auch erledigt? Hallo? Hier kann ich plündern. Plünderung. Ja, sag mal, wo geht's denn jetzt hier überhaupt hin? Hilfe. Bin ich hier jetzt richtig? Oh, oh. Ich muss in diese Richtung, aber ist das richtig? Irgendwie scheint es hier nicht, als wäre da noch irgendwas, wo ich hin kann. Oder ich habe es mal wieder verdaddelt. Wenn ich jetzt hier lang weitergehe, dann müsste doch aber jetzt doch bald mal irgendwas kommen. Wie so eine Höhle oder so. Oder ein Eingang, irgendwas. Wieso war es hier? Yay. Und hier ist wieder so ein Stundenglas. Das nehmen wir natürlich. So, wo sind wir denn jetzt hier? Auf jeden Fall stehe ich gerade im Dunkeln, wie man sieht. Oh, da hätte ich mich hoch... Ah, nee, Quatsch. So muss ich machen.
Und da hinten ist wieder so ein... Geht es eigentlich da? Ach so, nee. Vergesst es. Das ist damit ein bisschen doof kaputt zu machen. Oh, da sind ganz viele. Help. Einmal kurz rüber. Ja, ich bring dir rein, ihr Deppen. Da verbrennen sie einfach. Wie kann man nur so hohl sein? Na komm, put, 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 put. Ja, fein. Wie sie alle auf mich hören. Hallo. Du hörst natürlich nicht, weil du bist ein Bogenschütze. Schnell hier raus. Und Axt. Wunderbärchen. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Hallo, Fackel? Danke. Ach. Was haben wir denn hier? Ich muss mal kurz schauen, Leute. Bernstein. Das ist ja nice. Aber... Hä? Ich komme hier gerade nicht klar. Muss ich da hoch? Da schießt einer von oben. Aber wie komme ich da hoch? Da. Ja, das muss man mir natürlich gleich sagen. Und dann... Hier lang oder was? Hä? Ich raff's gerade nicht, weil es auch so dunkel ist. Ich denke, ich muss darüber. Ja, da ist ja auch die Wurzel. Sage mal, du bist ein Spast vorm Herrn. Halleluja. Oh, da sind ja noch ganz viele andere. Die müssen wir jetzt ganz schnell mal kaputt machen. Auf den Kopf zielen. Jawohl. Da hinten ist wieder so ein Teil. Gut, dann sind die zwei schon mal tot. Wer? Oh. Also die gehen mir ja gar nicht auf die Nüsse. Und wir sind Stufe 13. Fähigkeitspunkt. Richtig geil. Nein, wieso sprintest du denn jetzt? Das haben die anderen auch nicht gemacht. So, dann haben wir noch da oben den Blödmann. Der pisst mich hier am meisten an. Komm, geh kaputt. Oh, und da ist ja auch noch mal einer. Ich glaube, den ich gerade kaputt gemacht habe, der war das nicht. Sondern der noch da oben steht. Hier nämlich. Der muss jetzt weg. Und dann, glaube ich, können wir die Wurzel kaputt machen. Alter Falter. Ja, ich mach das jetzt einfach. Juhu. Wurzel kaputt. Und jetzt schauen wir mal, was hier oben eigentlich so ist. Hä? Was tut's? Ah, geil. Hier kommt man raus. Da hinten war nur noch dieses Käfergedöns. Kann man hier noch irgendwo lang? Nö. Dann gehen wir wieder raus. Sehr gut. Was ist denn hier? Oho. Was sehen meine entzückten Augen da? Eine Unglückskeule. 48 Schaden und wahrscheinlich wieder mal ein Zweihänder. Ich freue mich. Okay. Dann haben wir zumindest die Miasma-Wurzel. Leute, wie gesagt, das hier ist der Dungeon. Liege ich da richtig oder liege ich da falsch? Ich glaube, es ist der Dungeon und in den möchte ich ja eigentlich jetzt noch nicht rein. Dann haben wir hier... Setzen wir das mal als Wegpunkt. Beziehungsweise Refugium der Flamme. Eigentlich müsste ich da auch hin, weil ich ja da noch nicht war, korrekto? Es ist ja dann wieder hier unten. So in die Richtung. Ja, dann düsen wir halt da kurz noch hin. Und schauen mal. Das ist aber dann da oben, oder wie? Ja, wie kommt man denn da hoch? Wo ist der Eingang, meine Damen und Herren?
Irgendwie nirgendwo. Da kommt man auch nicht rauf. Ja, schön. Hätte ich da eigentlich vielleicht lieber rüberfliegen müssen. Wobei, vielleicht können wir hier irgendwie hoch. Dann nehmen wir uns wieder mal schnell die Spitzhacke. So, das sollte reichen. Und dann einfach darauf, oder wie, oder was? Ja, schön. So, was ist das hier für ein Ding? Oh. Oh Mann. Nein, ich will da hoch. Hallo, lass mich mal. Wie komme ich denn rauf? Na komm. Wir spielen Fangen. Da kann ich hoch. Dann habe ich auch meine Ruhe von diesen zwei Schweinchen. Zwei Schweinchen namens Babe. Wobei die eigentlich viel süßer waren. Und warum komme ich hier nicht durch? Bist du bescheuert oder so? Oh. So hässlich. Was für ein Schrott. So. Bogen. Ach, da treffe ich sie ja nicht. Wisst ihr, was mir noch einfällt? Mann, wo war denn mein Beutel hier? Ich habe ja die Dinge auch noch. Schmeiße ich jetzt die dahin und dann sollen die diese blöden Wildschweine kaputt machen. Ja, super. Das klappt ja richtig gut. Ich kann in der Zeit was essen und was trinken. Und vielleicht mal kurz ein Verbändchen benutzen. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. Einmal die Refugium der Flamme. Oder das Refugium der Flamme. Funken mal dö. Nice, dann haben wir das. Dann müssen wir dorthin. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt, oder Leute? Wir haben ja noch nicht so lange aufgenommen. Hilfe? das war mal wieder nicht geplant. Ja, blöd. Was ist denn das jetzt hier für ein Schmarrn? Komme ich denn da jetzt wieder hoch? Und warum kann ich das durchsuchen? Und warum liegt hier überall Stroh? Und warum bist du so dumm? Und was ist eigentlich los mit mir? Naja, wir gehen jetzt über die Brücke. In die Richtung, ohne irgendwo runterzufallen. Ach, endlich raus aus dem Schmarrn. Ach, ist hier ein Weg? Nee, sah nur so aus. This way. Und hier ist wieder... Oh ja, mal so viele von euch. Hallöchen. Ach, und hier... Dachte ich fall wieder rein. Sieht aus wie so ein Mondkrater irgendwie. Guckt mal. Cooles Häuschen da oben. Irrwurzburg. Sagt mir doch irgendwas. Irgendwas sagt mir das. Aber was? Zeit für die Ernte. Das werden wir uns mal als Wegpunkt setzen. Und ich schätze mal, wir müssen da lang. Aber... Wir gehen so. Und hier kann ich auf jeden Fall rauf. Oh, und... also heute ist wieder was los, Leute. So hässlich. Ja. Toll. Oh, da sind ja ganz viele Bomben. Hilfe. Oh, wisst ihr, was mir gerade kommt? Wenn da ganz viele Bomben sind, dann sind da auch wieder ganz viele von diesen Assos. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Blümchen hier und plündern es. Können wir dann da irgendwie so hoch? Ja, wunderbar.
Und ich höre da wieder irgendwelche Viecher. Aber ich möchte jetzt mal kurz darauf. So. Und dann, meine Freunde, habe ich wieder 3 Punkte, die ich vergeben kann. Bienenstich. Das brauche ich nicht. Was ist denn das? Erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen und Gleiter verbrauchen 30% weniger Ausdauer, was auch nicht verkehrt ist, aber ich glaube, dass ich das aktuell nicht brauche. Ich meine, wenn ich halt jetzt hier hingehe, dann habe ich ja hier auch diese Konditions- und Geschickattribute, die ja überhaupt nicht schlecht sind. Deswegen muss ich mir jetzt eins davon aussuchen. Nur welches? Eigentlich wäre es ja dann geschickt. Na, keine Ahnung. Macht das irgendwie Sinn, Leute? Was ist das? Oh, dies wird um 5 Minuten erhöht. Das ist geil. Na gut, dann schalten wir jetzt das frei. Okay, dann bewaffne ich mich mit meiner Nahkampfwaffe. Und falle hoffentlich hier nicht runter. Ja, sag mal. Oh, ha, geil. Ich wollte eigentlich das Ding nur kaputt machen, um an die Bücher zu kommen. Aber tatsächlich ist hier was dahinter. So, das wollte ich nämlich eigentlich tun. Oh, und jetzt hat es mich wieder irgendwo raufgezogen, wo auch eine Kiste ist. Also heute gibt es Zufälle, die gibt es nicht. Oh, Glück gehabt. Das kann man auch durchsuchen. Wasser ist nicht verkehrt. Na cool, dann gehen wir mal hier runter. Ih, das sind Spinnen. Leute, warum sagt ihr denn nichts? Erfolgreich. Versteckt. Hallo. Ach ja, sie tun mir ja nichts mehr. Oh mein Gott, ist das geil. Ihr seid doof. Ihr seid doof. Und ich bin happy. So. Hier noch was mitnehmen. Und was ist hier? Ein Dietrich. Jawohl. Gehen wir mal hier raus. Aber ihr dürft drinnen bleiben. Wo muss ich hin? Ich muss in diese Richtung. Aber wo? Soll ich dann einfach tatsächlich... Hey, was ist hier drin? Hm. Habe ich nicht irgendwelche Sprengkugels? Jawohl. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal... Oh, das war tatsächlich ein sehr guter Einfall, denn hier versteckt sich ja was. Kriegerstiefel. Geilo. Und ich habe eine Quest abgeschlossen. Zeit für die Ernte. Ach, das war das. Okay. Dann haben wir jetzt da oben noch den Schrein der Flamme, wo es sich wahrscheinlich lohnt, hinzudüsen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass hier noch ganz viele bösartige Menschen, Typen auf mich warten. Wie da auch schon. Ich wollte eigentlich darauf, aber ich komme da nicht rauf. Kann ich das irgendwie anders machen? Kann ich irgendwie hier hin? Jawohl. Okay, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Und dann... Oh. Na, okay. Lasst mich in Rü. Okay, jetzt bin ich hier über den Zauni gesneakt. Denn ich wollte ja eigentlich zu dem Refugium hier. Und habe wieder 2 Funken. Sehr, sehr schön. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir theoretisch hier fertig sind. Außer, dass wir eben Irrwurzburg noch erkunden müssen. Und ich denke aber mal, Leute, dass wir das dann im nächsten Part machen werden. Und deswegen beende ich den Part auch an der Stelle mal wieder. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Abend. Genießt ihn, freut euch, denn ab morgen ist natürlich wieder Wochenende. Und in dem Sinne, haut rein und bis dann.